Einige andere Kult-Schauspieler, in Anführungszeichen, mit denen sie gearbeitet haben, sind, die auch viele Fans hat, ist Klaus Kinski. Kennen Sie in das Netz, können Sie dazu was sagen? Ja, das war der Kinski. Der Kinski war meines Erachtens nicht ganz dicht im Kopf. Wirklich nicht. Wir hatten dann so eine Szene, da musste mich bei meinen Haaren hochziehen. Und das kann man ja alles machen, dass ich unten mache und der zieht halt. Aber der hat dann so gezogen, dass er mir solche Büschelhaare ausgerissen hat. Und ich habe eh so feine germanische Härchen, ja. Und habe ich gesagt, das machst du noch einmal, da haue ich dir so eine rein. Und dann kam der Regisseur auch und hat sofort gesagt, hör mal zu. Dann hat er so eine Wut gekriegt, dann hatte, wir drehten in einem Privathaus, wunderschön eingerichtet, die hatte so eine wunderschöne Kollektion von Keramiktellern oben, so auf so einer, an der Wand. Hat er einfach seine Schuhe genommen und hat die Teller runtergeballert. Und wie man sich natürlich sehr gut vorstellen kann, sind das nicht die angenehmsten Erinnerungen an den Kollegen. Aber für mich war der nicht ganz dicht, aber ich meine, jeder hat seine eigene Meinung. So ist es halt. In einem